Müssen wir klatschen? Nein, einer macht die Klappe. Okay. Du hast die längeren Arme. Das ist eine Argument. Warte. Und das ist der Start. Ja. I am so great. Ja. So. Bitte deine tolle Frage als erstes. Prost. Ich finde es im Nachhinein doch langweilig, tut mir leid. Reden wir über was anderes. Jetzt musst du es bringen. Nein, ich schäme mich nicht dafür. Ich habe nur gedacht, what the fuck, wer will denn darüber reden? Na okay, erzähl mir, welche Entscheidungen in deinem Leben haben dich hierher gebracht? Oh Gott, ich habe es entschieden, aber ich wurde gefragt. Also der Jörg hat mich gefragt, glaube ich. Jörg, hast du mich gefragt? Ich glaube schon. I guess you did, yeah. Willst du da mitmachen? Und ich mag dieses Format extrem, weil es kommen einfach Leute zusammen, die einfach... Eigentlich eh schon irgendwann. Ja, aber abseits dieses Willkommen in Österreich Grundstern, ehrlich gesagt, genau. Es geht eher darum, welche Entscheidungen in deinem Leben haben dich dazu gebracht, dass du einen Jörg kennst oder dass du überhaupt Menschen kennst, die sowas machen und dann vielleicht andere Menschen kennst, die sowas auch anschauen. Das ist die Frage. Das ist so die Frage, okay, why did I start music? Ist es wie, warum bin ich fett, weil ich getrunken habe? Ja, we know. Was? What? Nein, why I started music. Bei mir in dem Blut eigentlich. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Vater ist ein ehemaliger Sängerknabe. Hat Mozartchor auch damals. Satan. Hat damals den Mozartchor auch geführt, damals bei den Sängerknaben. Und ich habe das irgendwie mit in die Wiege bekommen. Auch die schöne Statur. Sonst, ja. I just play music. Since I was 13. Wie war das bei dir? Du warst eh früh dran. Ja, eh. Ja. Ich habe mit Ende 16 habe ich meinen ersten, mit ein paar Euros, die ich übrig hatte, den ersten Bass gekauft. Ah, Bass ist so geil. Dafür hatte ich nie genug Geld. Sadly. Thank God my dad did. Ach, ich hatte auch ewig lang nicht genug Geld. Es hat damit angefangen, dass wir Verstärker auf so einem Wandregal, das wir hatten, also auf Ohrhöhe gestellt haben, damit man gehört hat, dass man spielt neben dem Schlagzeug, weil natürlich niemand Kohle für einen echten Bassverstärker hatte, der laut genug war. Ja, genau. Diese Dinge waren nicht besonders laut, die haben keine Leistung gehabt damals, gell? Nee, eben, dann hat man es auf Ohrhöhe gestellt und das war irgendwie nur mittiges... Es war irgendwie eine Fläche. Es ist da. Ja, das war so, wie wenn du in der Schlosserei am Flexen bist. Nur halt mit Tonhöhe. Aber oh, that hurt. Na, aber mein grundsätzlich heißt es ja, du sollst generell Amps alles in Ohrenhöhe geben. Ja, aber also sind wir mal ehrlich, das ist Blödsinn. Wirklich? Ja. Why? Ist viel zu laut. Ja, aber es soll ja laut sein im Proberaum, sonst hörst du nichts. Eben, aber es hört sich zu laut an. Wenn du ein Bass-Amp am Boden stellst, kannst du ihn viel lauter aufdrehen. Dann wackelt schon alles und es ist immer noch nicht zu laut. Ja, wir sind schief aufgestellt. Was hat es für einen Sinn, wenn es nicht wackelt? Das war kein Innuendo. Unterstehe dich, mir Innuendo in den Mund zu legen. Oh Gott, I'm sick. Sorry. Na. Ich sehe schon, Sie müssen heute urviel karten. Ich kann. For example this. Oh, I'm sorry, are we doing something wrong? Na, passt, weiter. Okay. Weitermachen. I'm out of gas. Nein. Aber warum Bass eigentlich nicht zuerst Gitarre? Es war random mit irgendjemandem, das war diese typische, fast schon romantische Anfangsstory. Jemand in derselben Klasse hat gemeint, er kauft sich jetzt ein Schlagzeug und der nächste, er kauft sich jetzt eine Gitarre. Und ich habe gemeint, why the fuck not, kaufe ich mir jetzt einen Bass? Okay, also das war mir also, okay, I want to be a part of something. Und du passt das gerade, keiner will Bass spielen, I'll do the bass. Ich fand Gitarre eh nicht so interessant, wenn ich ehrlich bin. Ich bin erst später drauf gekommen. Aber okay. Aber was hat den Bass dann im ersten Moment dann doch interessanter gemacht? Weil du hast damals irgendwas. Ist eine dieser Dinge, du weißt nicht, warum du tust es einfach und kommst erst im Nachhinein drauf herum. Oh ja, das bin ich beim chinesischen Buffet. That's bad. Jesus. Oh, bad memories. Cut! Ich kann nicht ernst bleiben dabei. It's so horrible. Sie lassen das sicher absolut ungeschnitten, ich spüre es. Nein, bitte doch, nicht. Doch. Wir schämen. Wehe, schneidet es nicht irgendwie. Jetzt müssen sie schneiden, weil jetzt der Witz nicht mehr lustig ist. Nein. Trotzdem Bass, also für mich, ich habe angefangen mit Gitarre. Einfach, you know, it's a fancy instrument.
Six Strings, okay, schauen wir mal, was passiert. Bei mir wirklich der Einstieg zum Gitarrespiel gerne auch mit der Punkmusik. Ich bin durch meine Schwester zur Punkmusik gekommen und ich habe diese Riffs und das alles einfach gemocht. Die Einfachheit und der Sound und ja, wie man anfängt von einer Epiphone Les Paul. Ich glaube, ich war die erste Gitarre, die ich gehabt habe. Da warst du eh schon fancy unterwegs. Ja, mein Vater hat das damals sehr gefördert. Also er hat sich sehr gefreut, dass einer in der Familie weiter Musik macht, so wie er damals. Und da hatte ich einfach das Glück, sagen wir so, dass er da so dahinter war und ich eben diese Les Paul hatte und habe dann Punkrock gespielt und super und geil und yeah, Three Feet Smaller und wie sie alle heißen, diese Bands, auch Österreicher, super Bands. Womit hast du denn angefangen eigentlich musikalisch? Also schwierig. Genre-technisch. Keyboards eigentlich. Keyboard-Music oder generell nur Keyboards? Nein, nur Keyboard. Ich habe Klavier gespielt, als ich 8 war oder so, ein paar Jahre lang, weil ich der Meinung war, Keyboards klingen gut, aber natürlich bringt dir das niemand bei, sondern erst einmal nur, du musst Klavier spielen lernen. Mittlerweile, ich kann immer noch nicht Klavier spielen, wenn ich ehrlich bin, sondern ich mache nur weirde Geräusche mit Synthesizern. Also technisch. Aber das reicht. Nein, ich meine nur, das ist ganz lustig, dass man bringt da nicht Keyboard-Spielen bei, sondern man bringt da proper Klavierspielen bei und im Endeffekt mache ich jetzt nur komische Geräusche mit Synthesizern, also, you know. Hat es das überhaupt braucht? Hätte man mich nicht einfach so auf den Synthi loslassen können und passt schon? Aber ich bin schon der Meinung, ich bin schon. Ich sage nichts gegen formale Ausbildung. Hat seinen Zweck und seinen Dienst, aber nicht zu früh. Ich finde diese Attitüde von ich weiß besser, was für dich gut ist, dämlich. Nein, in jungen Jahren finde ich, das sollte man auch nicht irgendeinem Kind aufzwingen. Ich arbeite im Kindergarten, ich bekomme oft diese Fragen, ja, Stefan, sollten die Kinder früher ein Instrument lernen? Ich spiele sehr viel Gitarre bei mir in der Gruppe. Ich komponiere auch die eigenen Kinderlieder in der Gruppe. Und da kommen einfach dann wieder Fragen, ja, Stefan, sollen die Kinder einen Gitarrenunterricht geben mit dem Alter? Ich sage selber immer, wenn sie überhaupt kein Interesse daran haben von selber und nicht stetig nachfragen, dann nicht. Ich bin auch selber draufgekommen, erst mit 13. Und mein Vater hat mich nie zu was gezwungen. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich meine, aus meiner eigenen Erfahrung mit einem akademischen Unterricht, man muss sich mal zu deinem Glück zwingen. Niemand will Mathe lernen, man muss dich zwingen. Ja, du musst ein bisschen eine Essenz davon mitbekommen. Es ist eine sehr, sehr schwierige, dünne rote Linie zwischen, es ist gut, dass man dich zwingt, was zu lernen, weil dein Hirn will nichts lernen, es ist einfach faul. Menschliche Gehirne sind faul. Also man muss sich zum gewissen Grad zwingen, und zu einem gewissen anderen Grad bringt es auch nichts, wenn so gesagt, ich glaube, mein Problem damit ist, es okay, wenn man dich zu was zwingt, aber das Ergebnis, was du vom Zwingen hast, muss dir Spaß machen. Ja. Wenn du wie beim Klavierspielen auch so, okay, ich kann jetzt Stück XY und sagt, ich bin so und so gut spielen, aber ich finde, es klingt total langweilig. Es ja, so, bringt dir persönlich the nichts. Point? Ja, Zwingen ist okay, wenn es ein Means to an End hat, finde ich. Und die meisten verstehen das nicht. Das ist nur, oh, kann das Kind was spielen, was der Lehrer sagt? Das Prestige. Ist yeah, so, das ist irgendwie fortgeschritten. Und nein, fuck off. Sogar was Lehrer fortgeschritten nennen, ist immer noch fucking Anfängershit. Essentiell. Nein, ich war jetzt im Nachhinein, ich habe mal länger drüber nachgedacht. Damals hätte ich sicher nicht irgendeine musikalische Ausbildung machen wollen, als Kind. Sicher nicht, weil mir war alles egal. Damals, ich just wanted to be kid, dann mit der Gitarre. Ich habe es mir dann auch selber beigebracht. Danke, Internet. Internet. Learning by doing. Ich liebe das Internet. Ja, das ist schon eine gute Sache. Pornhub. Ja, das Internet hat diese lustige Angewohnheit, es ist zu genau demselben geworden wie alles andere auf dem Planeten. Es wird nur ruiniert von anderen Menschen. Per se ist es super. Ja, es ist irgendwie ein Virus. Das ist wie Skifahren. Skifahren ist dope, wenn nicht andere Menschen wären. Nein, Skifahren ist furchtbar. Weil ich finde das furchtbar, wenn ich zwei Bretter habe. Das macht mich nervös. Das Konzept Skifahren ist super. Du müsstest nur diese ganzen Russen und Deutschen und Fetten und alle, also Leute, die betrunken warum fahren. Warum Fette? Betrunkene, mein Dude. Ach so. Das okay. Wiener Fett. Warum Fette? Betrunken sein. Ja, ich mag auch ab Alkohol. Ja, jeder mag Alkohol, aber nicht zum Skifahren. Ja, du trinkst gerade. Natürlich. Ja, eben. Aber nicht zum Skifahren. Warum? Da fahre ich gerade Ski. Oder? Ja, nein, das Konzept von Skifahren, das ist schön Berg, Tal, runterfahren, aber nicht auf zwei Brettern. Doch. Nein, das ist, stell dir vor, ich hau's auf. This bloody hurts. Na, kann man. Schau, wenn das so ist, ist kein Problem. Wenn es auf einem Brett du klingst, ist, du klingst wie ein Bassist, der erklärt, dass 6 Seiten dämlich sind, weil 4 sind viel einfacher Hand zu haben, weil das kannst du in einer Hand abzählen. Ja! Nein! Doch! Weil ich benutze nur 2 Seiten. Die Antwort ist nein. Nein, aber trotzdem, das Konzept von Skifahren, es ist cool, es ist aber nicht für mich, da ich mich sehr unsicher fühle auf 2
auf zwei Skiern. Und ich fühle mich schon unsicher auf meinen beiden Beinen, so ist nicht. Ich meine, als westösterreichisches Bergkind muss ich Skifahren verteidigen. Snowboarden ist Heresie. Nein, ich finde Snowboarden cool. Das Einzige ist, wenn die alte Frau mit ihren Kindern in den Rücken reinfahren. Das ist ein Scheiß. Snowboarden ist Heresie. Es geht nicht. Ach, warum? So, man hat seine Prinzipien. Oh, ich bin ein Bergkind. Auch wenn sie dumm sind, hat man seine Prinzipien. Das ist ein Schwachsinn. Ich sehe, es führt zu nichts. Ja. Na gut, sie sollten eigentlich über Home-Producing reden, glaube ich. Und nicht über Skifahren. Aber nein, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Nein, ist es nicht. Home-Producing. What is Home-Producing to you? Dann, womit willst du anfangen? Was es uns selber ist oder wie wir dazu gekommen sind? Vielleicht, wie wir dazu gekommen sind, wäre gescheiter. Zugang dazu. Keine Ahnung, ich finde, aufnehmen ist nicht aufnehmen. Aufnehmen ist Musik machen. Punkt. Ich finde, es sind... Mhm. Klingt jetzt esoterisch, aber das sind keine zwei getrennten Dinge. Erläutere mir das. Naja, das ist eine 70er oder 80er Idee für mich, dass man geht in den Proberaum, man schreibt ein Lied und dann klingt es im Proberaum schon gut. It does not. Es klingt nicht gut. Also du hast sozusagen nicht einmal im Proberaum eine Repräsentation, ist das dope oder nicht. Mhm. Und nachher geht man es in das Studio aufnehmen und so gesagt, das Studio fängt die Band ein, wie sie im Proberaum geklungen hat. Das ist seit den 80ern tot, nobody gives a shit. Mhm. Für mich ist Aufnehmen nur Musik machen. Es stimmt, dass du mal deine Ideen mehr oder weniger manifestierst. Also, ich will damit sagen, wenn man die Kunst des Aufnehmens oder Producen oder whatever, also das Krach aufnehmen, nicht beherrscht, klingt man einfach notgedrungen alt und komplett langweilig, weil die Zeit ging vorwärts. Ja, natürlich, und der Mensch ist leider auch verwöhnt. Also soundtechnisch, wenn du heutzutage diese ganze Musik anhörst, wurscht ob Radio jetzt oder überhaupt im Metal-Bereich, es ist alles unglaublich aufpoliert und unglaublich sauber. Und naja, das ist, weil die Bands keinen Geschmack haben. Es gibt auch Bands, die sind just right. Und what? Okay, let's get into this. Die letzte Vitriol war extrem gut. Die war zwar sauber und korrekt, also properly played, aber sie war dirty enough. Oder was soundtechnisch jetzt. Alles, auch von der Performance her. Mhm. Es war nicht irgendwie zu sauber gespielt, sondern es klingt immer noch so, als ob es anstrengend zu spielen wäre. Es war nicht so, als wären die Audiospuren quantisiert oder was? Nein, viele Leute verwechseln oft mit also Production Techniques oder Tools mit Ästhetik. Dann sagen sie, oh, die Vocals sind autotuned. Yes, jede Stimme außer sonst was ist immer autotuned. Die Sache heißt, hört man es oder wie wird es eingesetzt? Ja, wie wird es benutzt, genau. Da kann man wieder auf das Layering-System draufgeben. Okay, was nimmst du als Unterstützung? Was ist fake, what is real? Lass du das Echte, was einfach ein bisschen schief ist, unter Anführungszeichen, was sehr authentisch ist, das lass du vorne und das Gefakte, unter Anführungszeichen, das machst du halt leise im Hintergrund, um das andere zu verstärken. Es gibt ja viele solche Techniken. Also wenn du zwei Dinge, die nur so gesagt ein bisschen nebeneinander sind, hinlegst, dann beißt sich's noch mehr. Meinst du jetzt disharmonisch jetzt? Nein. Oder jetzt meinst du jetzt zum Beispiel, Der dissonanteste Intervall ist eine kleine Sekunde. Das heißt, umso näher zwei Töne beieinander sind, umso dissonanter klingt es. Mhm. Ich meine, wenn es ganz wenig ist, klingt es wie ein Chorus, aber sonst. Also, es stimmt nicht ganz, aber. Na, was mich manchmal nervt, ist, dass Leute so gesagt Production Tools mit Ästhetik verwechseln. Okay. Dann sagen sie, oh, die Band ist scheiße, weil es ist so autotuned, es ist so fake, es ist nicht real und so. Aber the fuck. Who cares if it's real? Nein, Autotune ist seit, keine Ahnung, 15 Jahren ein Stilelement in vielen Genres. Es kommt total oft auf dein Genre an. In manchen Genres ist es dope, dass du Autotune hast. Oder vor allem, dass es falsch eingestellt ist. Wie war das jetzt eigentlich bei Kaltweiß? Weil das ist ja deine neue Partie, was ich jetzt mitgekriegt habe. Ist mehr mein super autistisches Trent Reznor möchte ein Solo-Projekt. Ich wünschte, ich hätte so eine Beschreibung von meiner Band. Ja, du weißt immer, du bist am Ende von deinem Leben angekommen, wenn du Solo-Black-Metal-Band machst. Das ist einfach so, I have given up, it's over. Ich habe keinen Selbstrespekt mehr. Ich habe mir Lichtgestalt jetzt ein paar Mal angehört und der erste Moment war, it's pure chaos, aber irgendwas, also ich finde, es ist überhaupt nicht chaos. Weil ich weiß, wie es geschrieben ist, aber... Das ist das Ding. In the beginning ist pure Chaos. Aber dann, zum Beispiel vom Schlagzeug, weil du bekommst vom Schlagzeug einen sehr chaotischen Eindruck, wenn du es das erste Mal hörst. Aber dieser chaotische Eindruck schwindet nach einer Zeit. Weil diese Fläche am Anfang generell sehr lange gleich bleibt. Wenn du hast da deine Fills und alles, blablabla, aber trotzdem diese Energie von hinten, von dem Zeigel, die ist einfach beständig. Weißt du, was ich meine?
Und dann fängst du an, mehr oder weniger, also es ist mir passiert dann beim Hören, dieses Schlagzeug fällt im Hintergrund mehr oder weniger auszublenden, weil es eh immer da ist. Ja, das ist und dann hörst du, und dann höre ich erst wirklich deine Stimme, was die Gitarren machen und so. Das ist irgendwie das Schöne an dem Blastbeat, das ist die Antithese zu diesem Vierviertel-Dumm-Dumm. Ja, genau. Ist der, ich meine, EDM ist jetzt schon wieder mal 7 Jahre tot, aber es hat vor um die 2010er herum extrem die öffentliche Musikwahrnehmung dominiert. Mhm. Duff, duff, duff. Und ein Blastbeat ist das genaue Gegenteil. Das ist, ja, ein Teppich, der durchgeht. Genau, aber dieser Teppich ist das bei dem Song, was ihn nach einer Zeit ausblendet. Und dann ab der Mitte des Songs hast du wirklich deine Ruhe. Da kommst du mal runter. Für mein Empfinden jetzt. Und ab diesem Zeitpunkt baust du dann immer wieder auf. Ich meine, das Lied hat ja 4 Autos. Mehr oder weniger. Ja, textlich gesehen 4 bis 5 Autos, die musikalisch doch alle sehr zusammenhängend sind, aber lyrisch einfach nicht in der Form, oder? Na schon, ich glaube, ich habe die Texte auf die Homepage geschrieben, da hat es wirklich 4 Outros und ich habe den Song geschrieben und dann war der zweite Chorus fertig und dann kommt ein Outro und dann war ich, okay, shit, jetzt bin ich bei 4,5 Minuten. Und ich das ist 7-Minuten-Nummer. Ja, und ich wollte nicht unbedingt lange Songs schreiben, aber es hat sich für mich noch nicht substanziell angefühlt. Ich kenne dieses Gefühl. Deswegen ist einfach in diesem Genre, oder nicht in diesem Genre, die korrekte Formulierung ist, wenn Musik so klingt, wie sie dort klingt, muss sie länger sein, damit sich der Song substanziell anfühlt, weil du hast so gesagt kein Chorus und weißt du, hast nichts, das sich so gesagt so viel Gratification liefert, dass der Song fertig vorkommt. Also muss er irgendwie lange sein. Das klingt jetzt simpel, aber es ist, glaube ich, so. Und dann habe ich immer Riff um Riff drangehängt und es war irgendwie so, er klingt eh gut. So, why not? But where's the end to this? Ja, also ich der Meinung war, jetzt ist gut. Wenn man sich durchhören konnte, dann am Ende ist man wirklich der Meinung, jetzt ist gut. Bist du so einer, der Stücke macht und komponiert und nicht loslässt, bis das Stück fertig ist oder einfach mal liegen lässt für 1-2 Monate und dann irgendwas Neues arbeitet? Wie machst du das? Ich habe alle 4 Songs vom Album, kommt 20. September, gleichzeitig geschrieben. All at the same time. Mhm. Also du hast 4 Baustellen gehabt, mehr oder weniger. Ja. Wie tust du das handhaben? Process. Also da hatte ich zum Glück nicht einen Vollzeitjob, aber zum Beispiel meine vorige Band hatte ich nur gehabt, als ich einen Vollzeitjob habe. Und der übliche Do-Process war nach Hause kommen am Abend, Demos machen, als MP3 auf Dropbox exportieren, dann in der U-Bahn am Handy hören oder bei der Arbeit. Ja, und einfach. Ja, und dann im digitalen Notizblock Notizen hinschreiben, bis ich jeden Tag so eine Liste hatte, dann nach Hause kommen, alle abarbeiten, neue Ideen einpflegen, wieder rendern auf die Dropbox, next day repeat. Und das machst du so lange, bis du ein Album hast. Mhm. Also ich habe das sehr, sehr automatisiert. Und jetzt hast du ja gesagt, dass du ja mehr Zeit dafür gehabt, weil du ja keinen Vollzeitjob hast. Letztes Jahr, mittlerweile habe ich wieder einen, aber letztes Jahr hatte ich da gerade keinen. Und da habe ich dann mehr oder weniger, bin ich einfach nur in der brütenden Hitze in ziemlich Unterhosen vom Rechner gesessen, einen Monat lang und habe einfach das ganze Album geschrieben. Diese Hitze ist der Teufel. Die macht keinem Spaß, das ist nur Scheiße. Diese depperte Hitze jetzt auch. Ich habe das da in 3 oder 4 Wochen, ich habe jeden Tag hingesetzt und 10 Stunden Musik geschrieben. 10 Stunden? Brauchst du da Pausen oder wenn du da, bist du dann auch so, wenn du wirklich drinnen bist, du hast dich verbissen? Es gibt nur das, dass du nicht so essen musst oder sowas? Immer wenn ich dann irgendwo eingefahren bin, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt zahlt es mich nicht mehr, bin ich joggen gegangen. Just to relieve your head, ja. Ja, ich konnte es mir einfach zeittechnisch, ich konnte es mir da leisten. Und ich wollte eh joggen gehen. Das war auch, dann kommt man zurück und dann hört man es auf einmal wieder mit anderen Ohren. Ja klar, so ein bisschen ein Ausgleich. Ich mache das so ähnlich mit dem Relief. Ich gehe nur zum Westbahnhof und hole mir einen Kebab. Also es ist eine technisch gesehen so zum Jogging. Im Westbahnhof geht es auf den Dunkin', der Dunkin' ist super. Ich kann mit Dunkin' Donuts nicht anfangen. Ist super. Nein, ich kann damit nicht anfangen. Doch. Warum? Kann ich nicht. Nein. Du magst uns dann lieb dort, so ist nicht. Aber Alter, Dunkin' endorst mich, ich finde es super. Boah, so na bitte endorst mich nicht. So ein Endorsement von irgendwas Größerem wäre schon lustig. So ein KFC oder irgendwas. Ja, find ich zum Beispiel überhaupt nicht. Oh, nice. I could die in chicken. Bloody hell. Na, KFC ist einfach kein gutes Chicken. Für mich, I don't like it. Aber. You don't have to like it. I love it enough, don't worry. Ich bin mir sicher, sie gehen nicht bankrott, das passt schon. Na, momentan tue ich es eh nicht essen, ich bin auf Diät. I lost 12 kilos, believe it or not. Nichts wegen der Ernährung und alles. Außer von diesen
von diesen 4 Songs, warum Lichtgestalt jetzt als erstes? Ja, weil es am exemplarischsten war. Das war der erste. Weil alles drinnen ist. Ja, und weil wir gleich losgehen. Die anderen haben meistens so Intros, okay, längere. Und es ging eigentlich, man sagt immer, such deine Singles nicht selber aus. Was durchaus stimmt. Ich suche meine Singles immer selber aus. Nur diesmal habe ich versucht, das nach analytischen Kriterien festzulegen. Und nicht sagen, nach persönlichen. Ja, wir brauchen, natürlich gefällt mir einen anderen Song besser auf dem Album. Wir brauchen einen Song, der in der üblichen Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen, der das zum ersten Mal sieht, erzählt, um was es geht. Und es kommt sofort mit dem Blastbeat los und ja, okay, es ist Black Metal. We understand. Und da hat er auch diese Halftime 90er Ride Death Metal Part ist drin, Clean Vocals sind drin, alles. Es wird einfach innerhalb von den ersten 2,5 Minuten alles abgehandelt, um das es geht. Einfach damit du gleich siehst, okay, this is what this is about. Genau. Ja. Und er wurde nicht darauf hingeschrieben, sondern es ist der Song, der das nur rein zufällig macht. Und darum war es der erste Song. War das der erste Song? Nein. Der letzte auf dem Album, es war der erste Song. Also mehr oder weniger ist das eine Komplementierung, eine Komplettierung von dem eigentlich, von dem ganzen Prozess, oder? Du meinst rausbringen? Nein, im Sinne von, die 3 vorherigen Songs, die sind ja wahrscheinlich verschiedener. Also nein, ich glaube, es war auch nicht der letzte Song. Es war einfach nur der passendste. Das war die ganze, da gibt es nichts so. Also, es klingen auch alle recht ähnlich, wenn ich ehrlich bin, aber das ist nichts Schlimmes. Es passt. Ich mag, it's bloody black metal. Ich mag Bands, die Ästhetik haben. Es nervt mich meistens, wenn Bands, wie soll ich sagen, zu sehr all over the place sind. Wenn sie alles machen. Ja, alles aber nichts gescheit. Wenn sie alles so halbherzig machen, das ist scheiße. Ganz, ganz selten findest du eine Band, die verschiedene Dinge macht, aber immer nach sich selber klingt. Das tun die wenigsten. Mir würde jetzt auch gar keine einfallen. Deftones. Oh, I'm not Deftones fan. Oh, ich glaube, der Jörg kippt mich jetzt. Tür, my dudes. Oh, I'm not Deftones fan. Das ist du kannst deine Meinung haben und sie ist falsch, aber okay. I'm being fucked here. Na, ich habe generell zu Black Metal, ich liebe die Geschichte dahinter. I love the story about that. Ich meine, es ist so cringy, man könnte einen Comic draus machen, 80er, 90er Lore mit Mayhem und so weiter. Na, ich finde diese ganze Story dahinter, also so Norwegian Black Metal und sowas, ich finde das sehr lustig. Also lustig im Sinne, ich schaue diese Dokus einfach so gerne an. Ja, Until the Light Takes Us war auch gut. Es war ein guter Film. Meinst du? Ja. Ich meine es nicht Lords of Chaos, ich meine Until the Light. Nein, Lords of Chaos ist wieder was anderes. Ich habe es nur, weil ich jetzt Film dazu gesagt habe, obwohl es eigentlich wirklich eine Doku ist. Darum habe ich gemeint, man hätte mich falsch verstehen können. Was hast du für einen Wein eigentlich? Irgendeinen, den mir der Jörg mitgebracht hat. Er ist aber Qualität? Gut. Ja, sponsert mich. Is this bloody quality? It's good. Was habe ich da überhaupt? Zitronenwasser. Mhm. Habe ich das bestellt? Really? Anscheinend. Jesus. Okay. Vom Arbeitsprozess her, machst du das am liebsten alleine oder willst du gerne Leute um dich haben, so nach einer Zeit, die ein bisschen interagieren mit dir, die dich triggern? Na, ich bin draufgekommen, irgendwann schon, aber erst, soll ich sagen, die meisten Leute schicken Musik schon zu anderen zur Beurteilung, wenn es aber noch kein Bild ergibt. Nein, schon noch sehr, sehr weit davon entfernt ist, dass es an den Punkt wäre, wo man es schicken sollte, weil es noch keine Ästhetik hat. Die Demo hat noch keine definierte Ästhetik und es können auch Demos haben. Mhm. Das ist irgendwie ein Trugschluss, dem viele unterliegen, dass sie die ganze Zeit, sie hören die Demo nicht als das, was es ist, sondern als das, was sie sich, weil sie meinen, dass es irgendwann einmal sein könnte und it never gets there. Weil sich sie hören die Demos als das, was sie mal besteht, aus diesen diversen Riffs und Ideen und Sounds und Klänge. Sie hören die Demo und denken sich die ganze Zeit mit diesem, wenn es aufgenommen ist, klingt es dope. Aber das Problem ist, das, was es dope macht, muss schon drin sein. Es klingt nur scheiße. Aber es ist okay, aber es ist da. Mhm. Man muss sich's anhören können, es muss Spaß machen. Und wenn man irgendwann eine Demo anhört und sich denkt so, Aber deine Demos sind dann auch vom Sounddesign, da steckst du auch Zeit rein, damit das einfach die Demos dann auch schon noch was klingen. Ich würde sagen, die Demos klingen schrecklich. Aber es sind alle wichtigen Elemente drin und sie hören sich kind of wie die Band an. Hm. Also man könnte sagen, es ist dieselbe Band, wenn man es nebeneinander legt. Nur das eine klingt halt very bad und das andere klingt jetzt ziemlich gut, aber you get the einfach idea. Wenn du das vergleichst, die fertige Produktion und die Demo. Ja. Das meinst du? Ich würde mir niemals die Demo anhören, aber man erkennt sofort, dass es dieselbe Band ist.
Es ist nicht so wie Tag und Nacht, sondern es ist einfach nur, okay, es wurde besser, aber nicht. Es ist einfach nur durchs Studio gegangen, mehr oder weniger. Ja, genau. Ich bin da so bei uns in der Band. Ist es nicht einmal lustiger? Also okay. Bitte schön. Bitte, bei dir in der Band? Nein, bei mir in der Band, ich lege da schon sehr viel Wert drauf, dass die Demos einfach schon noch was klingen. Also ich habe auch meine Masterchain drüber und alles und schaue, dass ich das auch sauber schneide und sauber einspiele. Weil immer gelingt es mir nicht, weil die Nächte sind lang und irgendwann zart es nicht mehr. Mir ist es wichtig, dass die Demos einfach schon noch was klingen, weil je besser das Sounddesign ist bei der Demo, desto mehr, also bin ich der Meinung, desto besser kann man das Bild eigentlich den Bandkollegen vermitteln, was man eigentlich meint. Also bei mir ist grundsätzlich so, ich schicke meinen Bandkollegen oder ich stelle es auf die Dropbox nichts unter 2 Minuten. Weil ich finde, also unter 2 Minuten kannst du einfach nicht wirklich die Idee, die Essenz von einem Song wirklich mitkriegen. Weißt du, was ich meine? Also bei uns hat sich das jetzt so entwickelt. Ich würde nie irgendwie ein 30-Sekunden-Demo von irgendwas jetzt online stellen, weil es nur ein Riff ist oder zwei, weil ich can go in any direction. Weißt du, und ich habe meinen Gedanken noch nicht mal ausgedacht. Und ich möchte dann einfach ausdenken und mal aufnehmen und ein bisschen ausproduzieren, damit der Rest sich besser vorstellen kann, was ich überhaupt meine. Und so blöd es klingt, weil zu viele Köche verderben den Brei und wenn man zu viel Leid mittendrin im Prozess dazugibt, kann das ein bisschen auch die eigene Vision im Prozess schon zerstören, bevor du deinen Gedanken überhaupt fertig gedacht hast. Ja, ich wollte gerade sagen, zu viele Köche würde ich nicht sagen. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, man braucht jemanden, der eine sehr, sehr starke Vision hat, der sich nicht von jeder ersten Idee, die jeder hat, in eine Richtung ziehen lässt, sondern ganz genau weiß, that's a good idea, that's a bad idea. Ich meine, es gehört auch Vertrauen dazu. Jetzt, meine, du bist auch ein Alpha in dem, was du tust, in deiner Partie, because you're just bloody alone. Yeah. Aber du holst dir trotzdem von den Leuten Feedback, was du brauchst. Ja, aber mittlerweile viel später als früher. Ich habe verstanden, dass der Punkt, wo du selber meinst, dass eine Demo kritikfähig ist, viel weiter früher ist, als wo sie eigentlich für andere kritikfähig ist. Mhm. Weil irgendwann, glaube ich, können die Leute auch nichts mehr ansetzen. Weil das einfach in sich schon, dieses Stück, dann, wenn du es zu lange selber machst, glaube ich, oder zu lange daran arbeitest, ist das so stimmig in sich selbst für einen selber, dass ich glaube, die außenstehenderen Personen, glaube ich, schwer haben, die irgendwie anzusetzen. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, manchmal bringt es auch gar nichts, um so gesagt detaillierte Kritik zu haben. Es ist eigentlich, du schickst es jemandem, wo du weißt, die Person steht auf die Art von Musik. Also es ist, die Kritik hat Validität und dann geht es nur nicht darum, so knallt es oder nicht, macht es Spaß oder nicht. Das ist die einzige Frage. Und es ist schwierig zu manchmal hören, so nein, it's boring. Was passiert? Aber ja, da darf man sich nicht irgendwie runterziehen lassen davon. Man muss oft ehrlich genug sein, zu sagen, weil meistens am nächsten Tag hört man es an und denkt sich, holy fuck, yes, it's boring. Ja. Oder, no, it's not, fuck you. Es gibt es auf beiden Seiten. Bei uns, ich versuche wirklich, wir alle hören sehr verschiedene Musikrichtungen, sehr viele verschiedene Musikrichtungen und auch verschiedene Hardcore- und Metal Bands und sowas, und ich weiß, was jedem von meinen Bandkollegen gefällt, mehr oder weniger. Ich weiß. Das Schlimme ist dann aber, wenn jeder so gesagt ein Riff, das er mag, reinkriegen will. Nein, ich versuche, jeden unter Anführungszeichen glücklich zu machen, mit, keine Ahnung, also jetzt der Chris, unser Bassist, der mag einfach diese Hardcore-Riffs, weißt du, einfach solche Geschichten. Der Britzi, der Sänger, der mag einfach sehr viel Harmonie und Melodien. Ganz, ganz wichtig, dass es sehr harmonisch und melodisch ist. Der Thomas, unser Gitarrist, der mag einfach diese Melodic-Hardcore-Elemente drin, weißt du, 3, 4 einfache, schöne, stehende Töne. Und der Matthias, unser Schlagzeuger, er mag offene Stellen, wo er einfach mit dem Zeigel wirklich grooven kann. Flächen, wo er einfach nur rhythmisch ein bisschen zaubern kann. Und das reicht mir persönlich, um diese ganzen, also diese Puzzleteile, was ich bekomme, nehme ich mir, und das reicht mir einfach, um sie einzuarbeiten in einen Song. Und ich finde, also ich tue mir damit leicht, einfach mit diesem gewissen Input etwas zu bauen, weil ich habe meine Puzzleteile, okay, ich weiß, was dem und dem gefällt. Was gefällt mir?
dann mache ich mal das, was mir gefällt. Und dann baue ich den Rest einfach nacheinander irgendwie ein, wie es gerade passt. In jedem Lied kann ich eh nicht alles machen, weil es einfach nicht passt. Aber dort das, wie es einfach gerade geht. Weil ich bin der Meinung, wenn du mit anderen Leuten... Ich verstehe schon, du verwendest die Vorlieben deiner Bandmitglieder als Lego-Kasten für so auf die Art. Songparts. Ja. Und es funktioniert. Es funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn du es schaffst, für alle aus deiner Band die Musik auch so zu machen, dass es einfach jedem auch gefällt, dann ist der Rest einfach viel motivierter und viel energetischer, als eh schon ist. Weißt du, was ich meine? Ja, man muss aber dazu sagen, warum spielst du in der Band, oder die Musik nicht gefällt. Ist eine rhetorische Frage. Nein, wir alle spielen in Bands, wir kennen die Antwort darauf. Es ist okay. Yeah. Müssen wir nicht beantworten. Ja. Yeah. Oh, he kicked my nuts. That's bad. Ja, gewinne immer. Cut here. Es gibt keine Cuts. Nein. Was ist Na, das? That's the joke of it. Wirklich nicht? Nein. No bloody cuts. Camera says no. Okay, da sieht es dann Schaß aus und es passiert nichts. Ich hoffe, das wird gekarrt. Na, aber ich habe dazu eine ganz lustige Theorie. Und zwar, warum gibt es so wenig Bands, die gut sind? Ich breche es rund auf Zahlen. Und zwar, es gibt eine Band, wo die eine Demokratie ist, also wo nicht einer schreibt alles und der Rest ist halt dabei, sondern wirklich kollaborative Bands sind meistens horrible, weil die Chance, dass 3 bis 5 Leute zusammenkommen, die zwar unterschiedliche Einflüsse haben, aber alle ein Verständnis dafür haben, dass der Vibe dasselbe sein muss. Und das so gesagt, sie können jetzt nicht sagen, ich zum Beispiel, ich mag Blastbeats und darum will ich Blastbeats, sondern zu sagen, okay, der Vibe ist der und der und ich kann darum nur diesen Teil von dem, was ich mag, reinbringen und so ein tiefes Verständnis haben, dass dann, du brauchst 3 bis 5 Leute am selben Ort, die Zeit und Motivation und Skill und Talent haben und dann noch irgendwie von der Industrie bekannt gemacht werden, ist so klein, du kannst Millionen und Millionen und Millionen an Leute nehmen und die Chance, dass diese Nukleus an Menschen zusammenkommt, ist so gering, darum sind die meisten Bands nicht gut. Das klingt sehr traurig. Nein, es ist so, come on. It makes me sad. Not all music is created equal. That's true. Aber zum Glück gibt es solche Sachen wie Celine Dion, die mich glücklich machen. Das ist eh okay. Celine Dion ist toll. Da ist das Fenster. Ich bin nicht so, dass er liebt. There is the window. Aber diese shitty Flute-Version von My Heart Will Go On ist Kunst. Ach, My Heart Will Go On. Das ist ja wurscht. Da gibt es nur mal... Ja, nicht der Song, sondern diese Version, wo es einer auf der Flöte möglichst schief nachgespielt hat. Das ist einer meiner most favorite postmodernist moments. Dass mich diese absichtlich schlechte Parodie von diesem irgendwie Kulturevent, von diesem Song, einfach so viel mehr amüsiert hat als das Original. Ich fühl beim Original nichts. Gar nichts. Aber die Shitty Flute-Version davon, es ist irgendwie, okay, ein Dude kann nicht Flöte spielen, aber es ist so viel Kommentar und, aber er und, tut's. Und es ist so viel Kommentar und Kritik und, und so viele Dinge sind verpackt in diesem irgendwie 1:30, ein Dude kann nicht Flöte spielen. Das ist Kunst. So ein Song. Nein, also. Warum? Ich such das raus. Suchst du das raus? Fang an zu reden, ich such's dabei raus. Na, wenn du Celine Dion magst und das nicht kennst, dann müssen wir es uns geben. Okay, wir schauen das jetzt live hier an. Ja. Als Podcast. Aber warte, du musst noch kurz was erzählen, weil ich bin mir nicht sicher, dass ich es sofort finde. Ah, ich war heute in der Arbeit und meine Arbeitskollegin hat eine Nutella-Schnitte gemacht. Ich dachte, ich wein. Es war so gut. Ich glaube, ich habe jetzt Diabetes wegen dem Scheiß. Musst du nicht abnehmen? Das ist egal. Es ist eine Nutella-Schnitte. Terrible Recorder Meme. Ich hoffe. Werbung! Warum machen wir nicht sowas? Ich muss jetzt aufs Mikro. I'm gonna cry in a minute. Ich hoffe, es ist das Richtige. Ich weiß. Ich ziehe das nicht länger raus, weil jeder kennt das. Das ist wirklich, das ist ein fucking... Schickst mir den Link, bitte. Das ist ein ancient Meme, aber... ancient. Ein ancient Meme, aber dieses Ding hat
viel mehr Views als die meisten irgendwie nicht. Das ist original wahrscheinlich. Als 99,9% aller Bands auf dem Planeten je haben werden, weil es einfach geschafft hat, am Puls der Zeit, intelligent verpackt, eine gewisse Kritik oder Humor zu bringen, was die meisten Bands nicht bringen. Um jemanden zu zitieren, it's called the entertainment business for a reason. Ja, leider. Und aber Entertainment Business kannst du eigentlich alles nehmen, das muss jetzt nicht ausschließlich Musik sein. Das ist ja, das ist Kapitalismus. Das ist leider so, aber es ist so. Aber YouTube ist ja zum Beispiel auch mehr Entertainment Business. Heutzutage hörst du ja, also ich kann mich erinnern, früher, wo YouTube ziemlich jung war und alles, dass der viel mehr Musik gehört auch über YouTube. Jetzt in Zeiten von Spotify macht das alles Spotify. Ich höre immer noch viel Musik über YouTube. Also ich entdecke manchmal Musik. Ich zum Beispiel gar nicht. Also wirklich, die ganze Musik, die ich höre, ist einfach über Spotify. Ich habe auch einen Spotify-Account. Ich mag Spotify. Großer Fan davon. Ich finde es sehr sympathisch. Du findest jeden Blödsinn in jeder Qualität, in jeder Version. Live, Studio, keine Ahnung, im Garten. Das ist Wahnsinn. Also, na, für mich, YouTube hat die visuelle Komponente dabei. Was ja, genau, man nicht mehr vernachlässigen darf heutzutage. Ja, aber YouTube ist halt mehr, ist rein visuell mittlerweile. Also dieses Entertainment-Ding ist wirklich, also auf YouTube gehe ich nicht, um mir Musik anzuhören. Nicht mehr. Ja, nicht anhören. Sagen wir so, es gibt Bands, die verstehen, wie sie YouTube für sich ausspielen können. Es gibt Bands, die es nicht verstehen. That's it. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen, leider. Also, nein, es ist... In front of the computer and plays guitar. Es ist mehr oder weniger halt... Ich kenne eh vielleicht ein paar Leute, Finn McKenty, die hat einen YouTube-Channel dafür und hat es sehr, sehr gut runtergebrochen, dass man ist als Band, Musik ist einfach nicht mehr so wichtig, weil früher war Musik das primäre Entertainment-Medium. Jetzt hat man die Konkurrenz von Fernsehen, Computerspielen, Instagram, whatever, alles. It's all visual. Ja, und die Frage ist, wie behauptet man sich als Band oder als Musik, whatever, in diesem Umfeld? Und die Antwort ist, entweder findet man eine Lösung, die vielleicht unabsichtlich ist, oder Death Grips, die vor ein paar Jahren zum unglaublichsten Meme ever wurden und die Musik ist auch ziemlich cutting edge. Oder man geht halt unter. Manchmal ist man okay, damit unterzugehen. Aber ja, das ist eine schwierige Frage. Wir waren vorher bei Demokratien und dass darum die Musik meistens nicht besser wird. Wie siehst du denn dein Video zur Lichtgestalt? Wie meinst du? Wie schätzt du das ein? Ach so, ich finde es visually impressive, solange man sich auf dem MacBook anschaut. Nein, ich habe so einen absurden Widescreen als Computermonitor. Ich besitze keinen Fernseher, da habe ich einen riesen PC-Monitor. Und darauf sieht man irgendwie, wo die Technik und die Qualität einfach aufgehört hat. Okay. Also ich sehe jedes Mal den Unterschied zu einem professionellen Film oder einem Video, was wirklich so einfach mehr Budget als 500 Euro hatte. Ja. Nicht, lustigerweise, ich muss das kurz bemerken, es ist nicht der Fehler vom Budget. We made some mistakes, aber es ist okay. Ich kann damit leben. Fehler eingestehen. Da sehe ich nicht den Unterschied und es ärgert mich ein bisschen, aber jedes Mal, wenn ich es auf dem MacBook, also was ist so 13 Zoll Monitor ansehe, das denke ich mir, das ist schon dope. Ich habe es mal angeschaut und I got scared. Echt? But in a good way. But in a good way, weil es einfach, wenn ich jetzt nur das Video gesehen habe, oh my God, this is bloody disgusting. Und dann beim zweiten Run ein Text dazu. So viel Gore-Szenen gibt es eh nicht. Also das mit dem Herzen, das hat mich fertig gemacht. I'm not good with gore. Wenn man den Text dann dazu liest... Isst du Fleisch? Ja! Nein, jetzt gerade nicht. ich mein nur... I don't eat hearts. Aber ich schließe schon dope. Nein, hab ich nie wegen. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der diesen Satz ausspricht. Bäuschlich schon dope. Yeah. Als Kind mochte ich es nie, aber als Erwachsener habe ich es dann wieder ein paar Mal probiert und dachte mir, okay, I get it, jetzt verstehe ich, warum das Erwachsene mögen. Es schmeckt wirklich gut. Es ist nur ein sehr komplexer Geschmack, den man als Kind nicht mag. Und wenn man dich als Kind zwingt, es zu essen, dann magst du es nicht. Aber als Erwachsener, es schmeckt wirklich gut. Wahrscheinlich so wie Black Pudding und White Pudding. Na, Blutwurst mochte ich schon immer. Na, Blutwurst habe ich erst, wo ich älter war. Na, Blutwurst hat so einen singulären Geschmack. Ich fand, also es ist immer stark gewürzt und es schmeckt eigentlich nur wie Salz mit komischer Konsistenz. Das fand ich nie schlecht. Aber bei euch legen wir diese Mischung aus leicht bitter und sauer und Umami. Als Kind war es mir zu viel, aber jetzt als Erwachsener finde ich super. Ja, ja, nach einer Zeit wird es einfach, gewöhnt man sich leicht an solche Sachen auch. Ich meine, auch Alkohol tust du ja auch im Alter erst irgendwie genießen. Also mit 16 oder kein Bier mögen, so nicht als wohlschmeckenden Funken jetzt.
Ja, die Bier schlafen. Also. Ja, aber so viel zu Herzen essen, also Beispiel. Ja. Oh, I'm not good. Wo waren wir gerade? Videos. Oh ja, wie gesagt, was ich sagen wollte bei deinem Video. The first thing, without the lyrics. Oh my bloody God, this is disgusting. Und dann, mit dem, wenn man den Text dazu liest, hat es eine Ästhetik. Und danke. Das muss ich ehrlich sagen, dann da hast du wirklich, wenn du diese Zeilen mitliest und das und wie gesagt, dieses Chaos allein vom Zeigel oder generell von der Musik einfach da mitkriegst, there is something going on there. Weißt du, was einfach sehr für sich spricht. Ja, das wollte ich auch, dass irgendwie alles auf eine gewisse Art und Weise zu diesem singulären Punkt hinkommt. Also, obwohl alles, es klingt jetzt sehr schwulstig, obwohl alles verschieden ist, muss es sich gleich anfühlen. Auf eine gewisse Art und Weise. Es muss irgendwie, da wären wir wieder beim Vibe, es muss einen Vibe ja. erfüllen. Vibe ist auch okay, das Wort dafür. Hm. Ich glaube, Vibe ist okay. Ja. Mein Vibe, darf man nicht sagen, Vibe. Aber das ist auch eben, wo wir bei Bands und Demokratien vorher waren, für mich funktionieren Demokratien und Bands nur, wenn so gesagt alle ein Verständnis, also ein tief genuges Kunstverständnis haben, um zu merken, ist dieser Part, den ich jetzt selber schreibe und selber da reinbringen will, entspricht er dem Vibe. Und ja. er kann immer noch ein Part sein. Erfüllt das den Sinn und Zweck? Ich rede nicht einmal im Song, ich rede jetzt nur von, also ich denke nur in Vibe. Und zwar so, irgendwie man kann ein Hardcore-Riff auf einen Haufen Arten spielen und zwar spiele ich es auf die Art und Weise, wie es den Vibe der Band unterstützt. Ja, okay. Yeah. Und das ist ich muss zugeben, ich finde es extrem schwer auszufühlen. Und ich glaube, ich kann das erst die letzten 2-3 Jahre, obwohl ich jetzt wahrscheinlich schon, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil ich dabei immer traurig geworden bin. Aber 13 Jahre Musik gemacht, sowas. Hm. Daher, das ist auch schon 15 Jahre. Ich glaube, wirklich 10 Jahre braucht, um mal überhaupt ein gut genuges Gespür dafür zu kriegen, zu sagen, okay, blöd gesagt, welche Vibes gibt's, was muss man machen, damit man einen erreicht, wie kommt man dahin, was macht man? I don't know. Aber nachforschen generell ist so wichtig. Die Musik, die du hörst und liebst, was passiert da eigentlich? Und ich finde, dieses Nachforschen ist etwas, was viele Bands nicht machen. Mhm. Einfach, I listen to music, I love this music, but what's happening? What's going on? Weißt du, was ich meine? Das tun viele nicht. Viele nehmen es einfach hin, weil das ist ein geiles Riff. Ich lerne es jetzt einfach mal. Nicht nur lernen, einfach ein bisschen nachdenken. How does this riff work? Why does it work the way it does? Ein bisschen nach der Essenz suchen. The magic in it. Weißt du, was ich meine? Also, ich habe nach einer Zeit habe ich einfach aufgehört, irgendwie Riffs von anderen Bands zu lernen, weil es für mich dann irgendwie nicht interessant war. Ich finde es cool und alles und leibend. Ja, ist ein guter Anfang, aber das mache ich mittlerweile Anfang. Auch nicht. Ja, ich habe keinen Ehrgeiz mehr, jetzt großartig irgendwelche Riffs zu lernen von anderen Bands oder größeren Bands, weil ich wusste, ich möchte mich halt da mehr auf mich konzentrieren. Ne, manchmal höre ich noch Dinge raus als Übung, wenn ich ehrlich bin. Nochmal was, John? Ich höre Sachen raus als Übung. Ja, genau, das Raushören, das gehört einfach dazu. Ab irgendeinem Punkt musst du einfach in der Lage sein, Riffs, Melodien, Harmonien, Akkorde einfach ohne jegliches Instrument einfach rauszuhören. Kadenzen und sowas, generell. Also das finde ich, das gehört ab einem gewissen Zeitraum, wenn du so und so lange Musik machst, einfach dazu. Ich muss zugeben, ich deal schon mittlerweile mit Musik, die eigentlich gar nicht, es hat Kadenzen, stimmt, aber es dealt, es ist, wie soll ich sagen, wenn ich sage, es ist Beyond Harmony, dann sage ich nicht, es ist besser als klassische 12-Ton-Harmonie oder 8-Ton, wenn wir diatonisch bleiben wollen. Mhm. Aber es ist total außerhalb von diesem, wie soll ich sagen, klassischen Verständnis davon. Es ist außerhalb der Harmonielehre, mehr oder weniger, komplett weg von dieser nicht komplett weg. Es greift schon öfter mal Parts drauf auf, vor allem wie der Grundton geführt wird. Mhm. Ist oft sehr klassisch eigentlich. Ja. Ich könnte jetzt die Kadenz nicht aufzählen, weil ich es zugegeben rausgehört und nie transkribiert habe. Aber ist Transkribieren deiner Meinung nach notwendig ab irgendeinem Punkt? Es kommt darauf an, wie du deine Band führst. Ja. Zum Beispiel gibt es von allen Songs von mir exakte Tabs. Und zwar nur, weil es ist einfach so, okay, you play und du spielst es bitte genauso, wie es da steht. Ja. Und ich will keine Ambiguosität haben. Okay. Ich will keine Interpretation von jemandem haben. Ich will einfach, das ist eins zu eins, wie es da genau, steht. Genau, so, bitte spiel es ungefähr so. Okay. Weißt du, ich meine, das ist keine Jazzband. Das ist keine Jamband. Das ist nicht so,
This is the stuff you have to, you have to play, so do it. Es ist nicht zu bringen deinen Flavor hier rein, sondern so, it has its flavor, spiel's bitte einfach so. Also, du bist einfach nur reproduzierend und das ist nichts Schlechtes. Du bist nur der Instrumentalist. Ja, aber das ist nicht, es ist nicht einmal, wie soll ich sagen, abschätzig gemeint, sondern das ist nur einfach so. Lustigerweise, es klingt jetzt sehr selbstverliebt, aber da habe ich vor ein paar Jahren einen riesen Change of Mind gehabt persönlich, von diesem, ich bin dankbar, dass Leute meine Musik mit mir spielen, zu diesem, seid's froh, dass ihr die wirklich schwierige Arbeit nicht machen müsst, nämlich Musik schreiben. That shit is hard. Den Bullshit spielen ist very easy. Wir haben auch das vor einiger Zeit war es ein Thema einfach, weil ich auch bei mir in der Band die meiste Zeit mit der Musik verbringe. Ich mache sehr viel alleine. Muss aber sagen, ich freue mich extrem, wenn ich Demos mache, sie online stelle und ich kriege dann in der WhatsApp-Gruppe solche Nachrichten mit, es ist ultra geil, ich freue mich, dass ich im Proberaum spiele und das wird so leibend und bla bla bla. Und ich freue mich dann noch mehr, weil jetzt sagst du eben, nicht interpretieren, bla bla bla. Ich freue mich dann noch mehr, wenn die diversen Leute, die mein Material bekommen, also meine Bandkollegen jetzt in dem Fall, if they take it to another level. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt einfach irgendwas am Schlagzeug programmiere und der Matthias findet das leibern und dann im Proberaum jammt er was daher, was noch ärger ist und noch grooviger, noch songdienlicher ist. Ich würde sagen, sowas kann natürlich passieren. Und es ist, that's the magic. Es ist nett, wenn du die Leute hast. Ja. Ich meine, ich habe ja... Du kennst ja auch Gott in die Welt. Ja, ja, das Schlagzeug zum Beispiel hat ja auch einen Session-Drummer gespielt. Mhm. Also ich habe es geschrieben, aber nicht in dem Detail, was nachher gespielt ist. Ja, ja. Aber zum Beispiel alle wichtigen Sachen und da. Und es wurde auch ein Stück besser, dadurch einfach nur, dass es er gespielt hat und dass er so gesagt hat, er spielt es, wie er es spielt. Aber wir hatten auch oft ein paar Momente, ich bin mit einem Freund nach Berlin hochgeflogen zum Aufnehmen, wo er dann gemeint hat, so, hey, ich habe hier die und die Idee und dann hat er es gespielt und dann muss ich so ganz politisch sagen, so, sie klingt gut, aber es ist nicht ganz die Band. Und so gesagt, da muss ich sogar in dieser Situation auf meine Vision beharren und ich bin froh, dass ich es getan habe, weil im Nachhinein... Du hast da den Rahmen und möchtest nicht. Genau, es ist nicht, dass ich es besser weiß. Ich weiß nur, wenn jemand anders so gesagt, eine Idee hat, aber diese Idee nicht zum Vibe passt. Ja, ja. Die Idee ist nicht schlecht, sie ist einfach nur nicht passend. Es ist, finde ich, aber auch schwer, diese Entscheidung zu treffen für einen selber. Musst. Wenn du eine Idee von jemand anderem jetzt hast... Du musst dir Nietzsches Wille zur Macht nehmen und einfach dir selber zugestehen, Macht über zumindest deine eigene Kreation zu haben, hast du über die Welt überhaupt keine Macht. Alles passiert, ohne dass du es dann ändern kannst, essentiell. Aber über dieses MP3, was am Ende rauskommt, hast du Macht, und zwar jede Macht. Und da muss er sich selber auch die Macht zugestehen und sagen. Und diese auch ergreifen und auch nutzen. Ja, genau. In dem Fall. Und man muss dann auch manchmal, das habe ich schon sehr oft gemacht, im Nachhinein draufzukommen, oh shit, ich war komplett falsch. Aber muss man... But you're true to yourself. Nein, gar nicht. Ich finde es im Nachhinein immer schlecht. Ich weiß, ich habe hier Entscheidungen... Jetzt in der Situation? Nein, kalt, das bin ich okay damit. Ich meine eigentlich meine vorigen Bands. Okay. Oft einmal habe ich Entscheidungen getroffen und ich muss immer zugeben, es waren die falschen. Wrong decisions. Aber ich musste sie falsch machen und ich musste im Nachhinein darüber nachdenken, um drauf zu kommen, okay, das wäre richtig gewesen. Oder, der Mensch lernt oder das nächste Fehler, Mal. Ja, genau, das nächste Mal mache ich das. Und das war irgendwie etwas vom Wichtigsten. Gibt es da eine Entscheidung, wo du sagst, that was one of the biggest No-Goes ever? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Na, ich glaube, super harte No-Goes. Musikalisch jetzt. Ja. Aber da ist man doch irgendwie sehr... Na, wie soll ich sagen? Ist es immer ein bisschen Retrospektive für mich. Jetzt, vielleicht sieht er das, ich hoffe nicht. Maybe schon. Aber die Lyrics von meiner uralten Metalcore-Band, damals noch aus Vorarlberg, das ist fucking terrible. In jeder Band jetzt würde ich, wenn ich nicht selber singen würde, so Havara, just like, I don't know, please. Fuck this. Please shut up. Lyrics sind immer so ein Thema, das ist... Ich habe überhaupt keinen Beef damit, weil es ist so, es war da, damals, und... Ich war damals schon der Meinung, dass sie terrible sind. Also es ist nicht so, ich habe es nicht besser gewusst, aber es war einfach... Du konntest es damals nicht anders machen. Doch, ich hätte es schon besser schreiben können, aber es hätte keinen Sinn gehabt.
Weißt du, was ich meine? Du bist in einer Konstellation von Leuten, du bist in einer Produktion, du bist in einer Band drin und das passiert auf eine gewisse Art und Weise und nachdem die Weichen gestellt sind, kannst du sie nicht mehr ändern. Mhm. Und ich finde, die letzte EP, die wir gemacht haben, war musikalisch jetzt nicht großartig, aber knallt schon. Schäme mich nicht dafür, auch wenn vieles im Studio gedoktert war, zugegeben. Aber also ich konnte, jetzt kann ich es spielen, damals konnte ich es noch nicht runterspielen live. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach nur auch so ein Moment, wo man so draufkommt, okay, das hätte ich, würde ich niemals mehr durch die Qualitätsbarriere lassen, aber ich musste das damals einfach. Ja, zulassen. Er war halt auch ein Charakter, daher. Starke Charaktere. Ich glaube, apropos stark. Was machst du so in nächster Zeit noch? Ah, was machen wir in nächster Zeit? Kaltweiß Album, 20. September. In weiterer Zukunft. Killer Like It macht ein Album gerade. Ja, da war ja was, da war ja was. Machner ist schon fertig. Oh God, I wish it was done. Na, wir sind gerade im Studio beim lieben Norbert Leitner. Norbert Leitner. Schlagzeug ist fertig, wir sind gerade Gitarren aufnehmen. Der Britzi macht auch gerade Vocals und in den nächsten 2-3 Wochen wird das hoffentlich. Stimmt, dann werden sie über alles geredet, außer dass wir selber Zeug aufnehmen. Skifahren! Nein, ich bin nur kalt, also bis auf das Schlagzeug habe ich das alles mehr oder weniger in meiner Wohnung, in meiner liebevoll genannten Legebatterie aufgenommen. Oh, ist es so heiß? Nein, sie ist nur klein. Also heiß? Es geht. Sie ist nicht so heiß, aber klein. Wir müssen mit dieser Musiksache bleiben. Wir kommen immer irgendwo hin. Wie gesagt, machen ein Album. 14. Dezember, ich glaube, es ist der 14. Dezember. Jörg, weißt du das? Es ist der 14. Okay, 14. Dezember, Album Release Show in der Szene Wien mit Arclight, super Band, hab schon Demos gehört, Wahnsinnsband, gute Freunde, bitte supporten. A New Chapter, super coole Dudes sind auch dabei. We Blame the Empire, unsere lieben Freunde aus Oberösterreich, schaut's bitte vorbei, würde mich freuen. Es ist eine ernsthafte Frage, wer spielt eine Show ohne Aufnahmen draußen zu haben? Na, klar, haben wir auch schon gemacht. Hat jeder irgendwann einmal gemacht, aber genau. Es ist eine ernsthafte Frage, es kann diss an die Band, aber like, what the fuck, my dudes? Ich meine, das ist schon ein bisschen ernst. Es ist nicht das Fenster. Nein, wir haben eh schon ein paar Singles draußen. Nicht ihr, die anderen, wo du gesagt hast, du hast Demos gehört. Ach so, die, nein, das sind... Die Arclights, das sind jahrelange gute Freunde von mir und die haben früher schon eine Band gehabt und haben jetzt wieder angefangen nach, glaube ich, über 8 Jahren. Ist okay, aber hypothetisch, ich kenne dich nicht und dein Musikgeschmack ist mir egal. Warum sollte ich das gut finden, dass sie spielen, wenn ich mir nichts anhören kann? Weil es immer einen Grund gibt, neue Musik oder neue Bands sich anzuhören. Fuck you! My dude, das ist eine Non-Answer. Das ist nur so, Musik hat einen Existenzgrund, weil sie existiert. Das ist wie die Menschenrechte. Klingt schön auf Papier, aber nobody gives a shit. Oh my God! What are we talking about here? Do we have to come to an end now? Yes. Oh crap. Yes. Ich glaube, der Jörg will heim. Nein, ich glaube, du bist aber. Are you hungry? Hail Satan. Hail Satan, man!